Und die 3 ist wieder am Schnittsymbol. Und so könnt ihr das Ganze fixen. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder. Heute, schiebe ich mir so, dann schaue ich wenigstens gerade. Super, also, heute ein Thema, ich finde es sehr interessant, weil es geht ein bisschen um eine Option, um eine Einstellungssache. Ich sage ungern Fehler, weil meistens ist eine Einstellungssache kein Fehler, sondern man hat... Wenn, dann ist der Fehler vom Bildschirm, denn man hat die Einstellung vielleicht nicht richtig gesetzt. In diesem Fall ist es nämlich auch so, es ist wirklich Zufall, ich habe vor ein, zwei Tagen einen Beitrag von Frank Will auf Xing gesehen und da hat er erklärt, wie man genau diesen Fehler, der bei mir jetzt das erste Mal in meinem Leben auftaucht, erklärt hat, wie man den fixt. Ich habe ungelogen kurz vor dem Video nochmal diesen Beitrag hergesucht, die Homepage betrachtet und diese Option oder diese Einstellungssache nochmal nachgesehen, weil man dachte, hä, wow, Wahnsinn, wie der Zufall so will. Es ist nämlich eine Projekteinstellungssache und ich habe dieses Projekt zugeschickt bekommen, schaue das gerade an und sehe, okay, hier sind bei den Schnitten überall diese Nummern verschoben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in Schnitt einfügen, Schnitt 2, Schnittkörper anwählen, hier in diese assoziative Ansicht und jetzt ist die 2 entfernt. Was ist denn hier los, ne? Um alles zu fixen, gehen wir in die Optionen rein, Bauteile und Architektur, scrollen hier runter, sonstiges, Spezial. Dann gibt es hier die Einstellung Beschriftung der Schnittführung. Entspricht russischer Ghost-Norm, keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht auch Ost? G-Ost? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall deaktivieren wir das Ganze und sagen okay. Wenn wir jetzt den nächsten Schnitt einfügen, dann werden wir wieder Erfolg haben. Zum Beispiel hier Schnitt 3, Schnittkörper, hier in diese assoziative Ansicht und die 3 ist wieder am Schnittsymbol. Und so könnt ihr das Ganze fixen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Wäre doch cool, wenn ihr mehr über Altplan erfahren werdet, oder? Vielen Dank. Ciao.